So, weiteres Video zur gegenseitigen Lage von Geraden. Hier soll es darum gehen, wie man die sogenannte Mittelparallele zweier paralleler Geraden bestimmt. Also ich habe eine Gerade G, eine Gerade H, Standardbezeichnung klein p plus t mal klein u sind die Vektoren von G, klein q Stützvektor von H, klein v Richtungsvektor von H. Und die Mittelparallele ist nun die Gerade, die, wie der Name schon sagt, parallel in der Mitte, also parallel zu den beiden Geraden, in der Mitte beider Geraden verläuft. Das heißt, jeder Punkt auf dieser roten Gerade muss denselben Abstand zu G wie zu H besitzen. Die Frage ist, wenn man hier jetzt Zahlen gegeben hat, also Vektoren, konkrete Geraden, wie sieht dann die Gleichung dieser Mittelparallelen aus? Gut, Richtungsvektor ist simpel. Ich nehme natürlich einfach den Richtungsvektor von G. Oder den Richtungsvektor von V, die sind ja linear abhängig, weil die Geraden parallel sind. Damit habe ich meinen Richtungsvektor. Größeres Problem ist, wie finde ich denn einen Punkt auf dieser Geraden, der also genau in der Mitte von G und H liegt? Wäre einfach, wenn zufälligerweise dieser Punkt, der zu dem Stützvektor gehört, genau hier der sogenannte Lotfußpunkt von P auf der Geraden H wäre, als dass die gestrichelte Linie hier senkrecht zu beiden Geraden, damit auch zur Mittelsenkrechte, Entschuldigung, zur Mittelparallelen verlaufen würde. Aber das sehen wir den Punkten ja nicht an. Wir haben auch noch gar kein Konzept von Orthogonalität. Kommt erst nächstes Jahr, wenn wir das sogenannte Skalarprodukt kennenlernen. Das heißt, wir sind jetzt noch gar nicht in der Lage, zu einem solchen Punkt P den zugehörigen Lotfußpunkt Q Stern zu finden. Jetzt gibt es aber einen ganz einfachen Trick. Und zwar, es ist vollkommen egal, wie die Punkte P und Q zueinander liegen. Ich behaupte, dass der Mittelpunkt von zwei beliebigen Punkten P auf G und Q aus H, Q auf H, immer auf der Mittelparallelen liegt. Da kann man jetzt sagen, ja gut, ist klar, lassen wir das mal so stehen. Dann ist die Gleichung der Mittelparallelen, ich nehme den Ortsvektor von dem Mittelpunkt dieser beiden Punkte. Erinnert euch, ihr müsst nur die Koordinaten von P und Q jeweils zusammenzählen und durch 2 teilen, dann habt ihr den. Und klatsche dann t mal den Richtungsvektor von G oder von H dran und bin fertig. Also hier steht es nochmal, der Stützvektor der Mittelparallelen ist der Ortsvektor des Mittelpunktes der beiden Punkte P und Q. Fertig. Und das ist sehr, sehr nützlich. Auch nächstes Jahr gibt es ab und zu die Fragestellung, welche Ebene liegt denn in der Mitte zwischen zwei gegebenen Ebenen? Wenn er den Trick nicht kennt, würde er umständlich hier diesen Lotfußpunkt bestimmen. Das könnte er da nämlich, das dauert aber. Und dann den Mittelpunkt nehmen. Viel schneller ist es einfach, von zwei beliebigen Punkten P und Q den Mittelpunkt zu nehmen und fertig. Wer an dem Beweis noch interessiert ist, warum dieser Punkt automatisch auf der Mittelparallelen liegt, kann jetzt noch zuhören. Ansonsten ist das Video zu Ende. So, hier noch der Beweis. Nach Definition der Mittelparallelen muss ich zeigen, dass der Mittelpunkt M der beiden Punkte P und Q, P liegt auf G, Q liegt auf H, denselben Abstand zu G wie zu H besitzt. Dann bin ich auf der Mittelparallelen. So. Wer Strahlensätze gelernt hat, sieht sofort hier die Strahlensatzfigur. Nämlich, diese beiden magentafarbenen Stückchen sind gleich, denn M ist ja der Mittelpunkt von P und Q. Nach dem Strahlensatz verhält sich jetzt dieses blaue Stückchen zu dem grünen Stückchen, genauso wie dieses Magenta-Stückchen zu diesem Magenta-Stückchen. Die beiden verhalten sich aber wie 1 zu 1, weil sie sind gleich. Damit müssen auch blau und grün gleich sein. Damit, die treten natürlich hier nochmal auf, ist der Abstand von M zur geraden G gleich groß wie der Abstand von M zur geraden H. Fertig. Wer keine Strahlensätze behandelt hat, beachtet einfach, hier ist natürlich derselbe Winkel,
Dann habe ich hier rechtwinklige Dreiecke, die haben dieselbe Hypotenusenlänge, weil m der Mittelpunkt ist. Das blaue Stückchen ist dann einfach Sinus Alpha mal die Hypotenusenlänge. Das grüne Stückchen ist Sinus Alpha mal dieselbe Hypotenusenlänge. Und dann folgt wieder blau gleich grün und ich habe wieder m liegt auf der Mittelparallelen, da selber Abstand zu g wie zu h. Das ist ein Trick, den ihr euch merken solltet. Immer wenn gefragt ist, gerade die in der Mitte von zwei Geraden verläuft oder später auch Ebene in der Mitte von zwei Ebenen, wählt zwei beliebige Punkte und nehmt da ganz einfach den Mittelpunkt durch Addieren der Koordinaten und Teilen durch 2.